Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 mit mir, dem Shardox. Beim letzten Mal sind wir ziemlich episch aus dem Shinra Hauptquartier geflüchtet und jetzt sind wir in der Stadt Calm und hören uns erstmal was aus der Vergangenheit an. Dazu gehen wir einfach mal hier ins Gasthaus rein, bewegen uns hoch in die erste Etage und da sind wir auch. Cloud, du kommst spät. Hey Mann, du kommst spät! Also selbst wenn man nach dem vorherigen Dialog einfach direkt nach oben geht, sagen die immer das Gleiche, also macht doch nichts draus. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Schätze, sind jetzt alle hier. Erzähl uns deine Geschichte über Sephiroth und die Krise, in der sich der Planet befindet. Erzähl uns alles. Ich wollte mal wie Sephiroth sein, also wurde ich Soldier. Nachdem ich bei einigen Einsätzen mit Sephiroth gearbeitet hatte, wurden wir Freunde. Den nennst du ein Freund? Tja, nun. Er ist älter als ich und sprach fast nie über sich selbst. Ich glaube, man könnte uns als Kriegskameraden bezeichnen. Wir vertrauten einander. Bis eines Tages. Eines Tages? Nach dem Krieg wurden die Soldier beauftragt, den Widerstand gegen Shinra zu brechen. Das war vor 5 Jahren und ich war 16. Es regnet wirklich in Strömen. Hey, wie geht's? Alles in Ordnung. Ich weiß nicht. Ich war noch nie seekrank. Alles klar? Beruhige dich. Sie haben mir eine neue Materie gegeben. Ich will's einsetzen. Wie ein Kind. Willst du uns über den Einsatz aufklären? Das ist kein normaler Einsatz. Gut. Warum sagst du das? Ich bin Soldier geworden, nur um zu sein wie du. Als ich endlich zur ersten Klasse befördert wurde, war der Krieg schon vorbei. Mein Traum, ein Held wie du zu werden, wurde durch das Kriegsende zunichte gemacht. Darum melde ich mich immer, wenn es einen Auftrag gibt, um mich selbst auf die Probe zu stellen. Sag, wie fühlst du dich, Herr Sephiroth? Ich dachte, du wolltest den Zweck der Mission erfahren. Unsere Mission besteht darin, einen alten Makoreaktor zu untersuchen. Berichten zufolge gibt es eine Störung und schlimme Monster entstehen. Zunächst müssen wir die Kreaturen loswerden, dann werden wir die Ursache der Störung ermitteln und beseitigen. Monster? Wo? Im Makoreaktor bei Nibelheim. Nibelheim? Da komme ich her. Deine Heimatstadt? Oh, uns ist gerade etwas Seltsames in den LKW gelaufen. Das muss das Monster sein. Da sehen wir Cloud, 140 HP. Und er verfehlt und Sephiroth macht das Ding easy peasy lemon squeezy platt. Eieieiei. Sephiroths Stärke ist unvorstellbar. Er ist in Wirklichkeit noch stärker als in jeder Geschichte, die ihr vielleicht über ihn gehört habt. Aber was hat das mit dir zu tun? Ich war fasziniert von der Art, wie Sephiroth kämpfte. Und dann erreichten wir Nibelheim. Wie fühlst du dich? Das ist das erste Mal seit langem, dass du in deiner Heimatstadt bist, oder? Also, wie fühlt es sich an? Pff, keine Ahnung, ich habe keine Heimatstadt. Hä? Also irgendwie passt das jetzt gerade mit der Namensgebung nicht ganz, aber man kann es anhand des Satzes einigermaßen zuordnen. Und was ist mit deinen Eltern? Meine Mutter ist Jenova. Sie starb direkt nach meiner Geburt. Mein Vater?
Was macht das schon? Also gut, lass uns gehen. Wenn du weiter hier herumwanderst, bekommst du Schwierigkeiten. Es ist so langweilig, Wache zu halten. Sollen wir tun, was wir sonst auch immer tun? Das ist deine Arbeit, sei also ruhig. Sollen wir üben? Üben? Ach, du meinst meine Pose. Muss man als Soldier immer darauf Acht geben, was andere Leute denken? Wie ging's? So? Gute Arbeit. Ich will wirklich nicht Soldier sein. Hier stinkt's ganz schön nach Marco. Hey, Moment mal! Ist das nicht, der Name von Sephiroths Mutter? Guck mal, Genova nenne ich Genova, also ne, Genova nenne ich Genova, Sephiroth, wie ist es, Sephiroth irgendwie, so eine halbe Abwandlung. Was ist los? Ich erinnere mich an Genova. Ja, jetzt kriegst du nicht mal aus dem Kopf. Ich erinnere mich an Genova, dieses verdammte kopflose Gespenst, das im Schindler-Gebäude lebt. Kann auch sein, dass man es wirklich Genova einfach ausspricht und Genova komplett falsch ist, aber ich glaube, ich sag tatsächlich Genova, weil ich irgendwie das irgendwie epischer finde, so vom Klang her irgendwie ein bisschen, aber egal. Das stimmt. Barrett, würdest du uns bitte hören lassen, was Cloud zu sagen hat? Fragen kannst du hinterher stellen. Tifa, ich hab doch nur... Okay, Cloud, fahr fort. Die Freunde sind wieder vereint. Ich war wirklich überrascht von Tifa. In der Stadt ist es ruhig. Alle bleiben wahrscheinlich aus Angst vor den Monstern im Haus. Nein, vielleicht haben sie Angst vor uns. Wir machen uns im Morgengrauen in Richtung Reaktor auf. Seht zu, dass ihr früh ins Bett kommt. Wir brauchen nur eine Wache, sodass die anderen etwas ausruhen können. Oh, und ihr könnt eure Familien und Freunde besuchen. Yay! Willkommen! Hä? Bist du nicht... War ich schon mal hier? Ich kann mich nicht erinnern. Jetzt gehst du mir aber auf die Nerven! Das ist doch egal! Mach schon weiter! Man denkt sich gerade, was zur Hölle war das? Tja, wir werden später mehr erfahren. Das ist mein Haus. Das hat nichts mit dem Ereignis von vor 5 Jahren zu tun. Ach, warte, ich will das hören. Ich auch, es ist schon lange her, oder? Erzähl uns mehr. Du hast deine Familie gesehen, oder? Okay. Ich weiß nicht, ob man es Familie nennen kann. Mein Vater starb, als ich noch klein war. Darum hat meine Mutter allein in dem Haus gewohnt. Ja, ich habe meine Mutter gesehen. Meine Mutter war ein sehr lebensfroher Mensch. Sie hat sich überhaupt nicht verändert. Aber ein paar Tage später starb sie. Aber als ich sie sah, schien alles in Ordnung. Ja? Cloud! Willkommen zu Hause, Cloud! Hallo, Mama. Komm, komm, lass dich anschauen. Du siehst wirklich gut aus. Ist das eine Uniform von Soldier? Mama, ich... Mensch, bist du gewachsen. Ich werde die Mädchen lassen dich gar nicht in Ruhe. Eigentlich nicht. Ich mach mir Sorgen um dich. In der Stadt gibt es viele Versuchungen. Mir wäre wohler, wenn du dich niederlassen würdest und eine nette Freundin hättest. Mach dir um mich keine Sorgen.
Du solltest eine ältere Freundin haben, die sich um dich kümmert. Ich glaube, das wäre genau das Richtige für dich. Bin ich interessiert. Isst du auch richtig? Es geht mir gut. Die Firma kümmert sich um mich. Wirklich? Du kannst nicht kochen, oder? Ich habe mir wirklich Sorgen um dich gemacht. Cloud? Du weißt das, Cloud. Nicht wahr, Cloud? Ich werde immer deine Mutter sein. Lass uns damit aufhören. Erinnerungslücken oder... Was hat's damit auf sich? Cloud? Bist du mein Haus gegangen? Ja? Ich dachte, du wärst zu Hause. Genau, und deswegen laufe ich jetzt in deiner Küche rum und suche nach irgendwelchen Items, wa? Aha, aha, nichts zu sehen. Schauen wir uns mal hier oben um. Vielleicht gibt's ja hier etwas, ha? Nope, hier nicht. Ups, hier lang. Cloud, bist du in mein Zimmer gegangen? Ja? Teenie-Unterwäsche. Cloud! War nur ein Witz, werd nicht sauer. Cloud, wir sprechen hier über was sehr Wichtiges. Nein, natürlich haben wir es nicht. Natürlich haben wir nicht deine Unterwäsche mitgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, was passiert, wenn man ja sagt. Wäre trotzdem witzig, ja. Gut, alles klar. Hast du auf meinem Klavier gespielt? Nein, habe ich nicht. Ja, habe ich. Nur ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man jetzt hier im Flashback schon irgendwas bekommen könnte, wenn man jetzt auf dem Klavier spielt. Nur ein bisschen? Was passiert denn dann? Ich kann auch Noten lesen. Mal sehen. Do, Re, Mi. Vergiss es. Dieses Vergiss es passt einfach perfekt. Ja, wenn man das darauf spielt, ich weiß nicht, bekommt jetzt wahrscheinlich nichts, aber... Ja, habe ich. Also, wie ging das nochmal? Ich erinnere mich. Und dann müsste man halt die richtigen Tasten drücken, aber fragt mich doch nicht, welche Taste die richtige ist hier. Moment, ich würde es erkennen. Okay. Gucken wir mal. Moment. Ja, habe ich. Ich erinnere mich. Jetzt muss ich echt gucken, aber was ist die Taste denn? Ne, falsch. Nein, falsch. Ach, nicht Start drücken. Ich Volldepp. Ja, habe ich. Ich erinnere mich. Ach so. Nein, das ist falsch. Okay. Dünn. Dünn, dünn. Nein! Dünn. Oh, ich drücke ganz dieselbe Taste. Bin ich gerade dumm im Kopf? Glaub schon. Ja. Und weiter? Hä? Wo sind die anderen Buttons? Dün, 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 hallo? Dün, 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 dün. Ja, das ist schlimm. Ne, wenn man halt auf der Tastatur ist und ich nicht genau weiß, worauf ich das gebindet habe. Ich glaube, hier auf die hinteren Tasten eventuell einfügen. Hier, ist irgendwas? Nein? Oh. Ich habe keine Ahnung. Sorry, ich... Wir kommen eh sowieso später zu diesem Zeitpunkt nochmal zurück. Ich habe einfach gerade keine Ahnung, welche Tasten ich irgendwo wohin belegt habe, um ehrlich zu sein. Macht aber nichts. Halb so wild. So, gehen wir mal hier rein. Haben wir hier irgendwas? Oh, du gehörst zu Shinra. Willkommen. Oh, es tut mir leid. Du bist es, Cloud. Ich habe dich nicht erkannt. Shinra? Shinra? Soldier?
Salsa? Wirst du die Ungeheuer töten? Wirst du? Yeah, I will, maybe? Okay. Ich schätze mal, hier gibt's nichts. Mann, ich bin so nervös. Warum eigentlich? Hör mal, man weiß nie, wann ein Monster auftaucht, oder? Gut, ich würde sagen, dann gehen wir mal hier rein. Ich bin drei hier, um die Monster loszuwerden. Und wer bist du? Ich heiße Zangan. Ich reise um die Welt und unterrichte Kinder im Kampfsportarten. Ah! Ich habe 128 Schüler in der gesamten Welt. In dieser Stadt habe ich eine Schülerin namens Tifa. Hast du Tifa? Hast du Tifa gesagt vielleicht? Tifa ist begabt. Sie wird einmal eine gute Kämpferin werden. Ja. Okay. Cool. Also, wie kann ich dir helfen? Zur Lage der Stadt. Im letzten Jahr sind viele Monster aufgetaucht. Ansonsten hat sich nicht viel verändert. In der kleinen Stadt passiert eben nicht viel. Es war noch, als sie den Reaktor bauten, als er im Bau war. Aber als er fertig war, ging's bergab. Innerhalb weniger Jahre gingen alle Bäume ein. Wer weiß, ob der Reaktor gut oder schlecht war. Hinterher ist es einfach zu kritisieren. Was kann man noch ändern? Auf jeden Fall müssen wir die Monster loswerden. Dann können wir aufatmen. Okay. Was schaust du so? Diese Gegend. Ich habe das Gefühl, als würde ich diesen Ort kennen. Wir müssen morgen früh aufstehen. Du solltest bald schlafen gehen. Ja, lass uns schlafen. Ich habe eine Leiterin zum Makroreaktor engagiert. Ich hörte, sie ist noch jung. Ich hoffe, wir können uns auf sie verlassen. Sobald die Leiterin da ist, machen wir uns auf den Weg. Hör zu, Sephiroth, falls etwas passiert. Vertrau mir. Es wird schon gut gehen, Papa. Ich habe zwei Soldiers als Leibwächter. Ich heiße Tifa. Nett, dich kennenzulernen. Tifa, bist du die Leiterin? Stimmt. Ich bin zufällig die beste Leiterin in der Stadt. Es ist zu gefährlich. Ich lasse mich in sowas nicht hineinziehen. Ich lass mich in sowas nicht reinziehen? Ich lass dich in sowas... Oh mein Gott, Alter. How many Schreibfehler gibt es in diesem Game überhaupt? Kein Problem, wenn du sie beschützt. Lasst uns gehen. Sephiroth, darf ich ein Erinnerungsfoto machen? Tifa, kannst du auch für mich fragen? Bitte lächeln. Prima, danke schön. Jeder bekommt einen Abzug, sobald es entwickelt ist. Am Mount Nebel wurde ein Makroreaktor gebaut. Die kalte Bergluft von Nebel war die gleiche. Ah, können wir nicht zurück? Yes, we can. Okay. Macht aber gar keinen Sinn. Macht gar keinen Sinn, aber guck mal, im Menü. Cloud, Sephiroth, Sephiroth Level 50, mein Gott, richtiger Baba. Und guck mal, was er hier für Substanzen hat, da kann man einmal nachgucken. Oh, gut und groß bestaunen. So, aber Sephiroth möchte nicht, dass wir dann bei dem irgendwas machen. Hier erfahren wir auch nochmal, wie seine Waffe heißt, Masamune. Und ja. Der natürlich alles gemastert. Und du hast den Bastardschwert Präventivangriff tatsächlich als Substanz und ist Level 1. Tja, schön. Gut, egal. Wir gehen einfach über die Brücke, nicht rückwärts. Ab hier wird's schwer. Mir nach! Alrighty.
Da, Cloud ist eigentlich für gewöhnlich immer fast One-Shot oder Two-Shot oder Three-Shot. In diesem Fall hält er mal 3 Hits aus. Das ist eigentlich eine ganze Menge. Normalerweise ist Cloud eigentlich immer ja, direkt One-Hit, aber ja. Sind halt diesmal schwache Gegner, also alles gut. Oh, die Brücke! Es scheint keinem was passiert zu sein. Ist der Rückweg jetzt versperrt? Die Höhlen sind miteinander verbunden, wie Gänge im Ameisenhaufen. Oh, und Sephiroth, da scheint jemand zu fehlen. Es klingt hart, aber wir haben keine Zeit zum Suchen. Wir können nicht zurück. Weiter. Ab jetzt gehen wir gemeinsam. Okay, jetzt sind wir zu viert. Eigentlich angeblich, aber nein. So, gut, dann bauen wir mal hier hoch. Und in die Höhle dort rein. Was ist das? Eine geheimnisvoll leuchtende Höhle. Es muss die Makro-Energie sein. Dieser Berg hat besonders viel davon. Deshalb wurde hier der Makro-Reaktor gebaut. Okay. Ich kann schon gar nicht mehr lesen. Verhasst du mich die ganze Zeit? Wird Zeit, dass ich mal bald hier wieder ein kleines Päuschen mache, meine Lieben. So, was haben wir da für Gegner? Flachlegen. Da wird Cloud erstmal flachgelegt. So, gut, haben wir das geklärt. Blitz 3. Bada boom, bada bang. Das Spiel spoilert hier einfach mal, wie die späteren Materias aussehen. Nicht so schön. Und was ist das? Ein Makrobrunnen. Er ist ein Wunder der Natur. Er ist so schön. Wenn der Makroreaktor weiter die Energie aufsaugt, dann trocknet dieser Brunnen auch aus. Materia. Wenn man Makroenergie kondensiert, dann entsteht Materia. Man sieht Materia nur selten in ihrem natürlichen Zustand. Übrigens, warum kann man, wenn man Materia benutzt, auch Zauberkräfte verwenden? Du warst Soldier und weißt nicht einmal das? Das Wissen und die Weisheit des alten Volkes ist in der Materia enthalten. Wer dieses Wissen besitzt, kann frei über die Kräfte des Landes und des Planeten verfügen. Das Wissen hat eine Wechselwirkung zwischen uns und dem Planeten und beschwört Zauberkräfte herauf. Zumindest wird das behauptet. Zauberkräfte? Eine geheimnisvolle Kraft? Habe ich was Witziges gesagt? Ein Mann sagte mir einmal, ich solle nie einen unwissenschaftlichen Begriff wie geheimnisvolle Kraft benutzen. Es sollte nicht einmal Zauberkraft genannt werden. Ich weiß heute noch, wie wütend er war. Wer war das? Hoyo von Shinra Inc., ein unerfahrener Mann, der die Arbeit eines berühmten Wissenschaftlers übernehmen sollte. Er war voller Komplexe. Ein Makrobrunnen. Das ist also das Wissen des alten Volkes. Oh, guck mal, hier sind wir schon. Judy-Ut, kann man eigentlich... Nein, kann man nicht. Man kann nicht hier hinten rumlaufen. Okay. Random Battle. Und Cloud ist tot. Leben 2. Ah, nein, das... Ach, Mensch, Sephiroth, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt Cloud einmal wieder stirbt. Vielleicht.
Nee, es gehen alle Angriffe auf Sephiroth. Das ist sehr, sehr entspannt. Sind die nicht dagegen immun? Warte mal, die sind doch am Fliegen. Fliegende Gegner, Blitz? Warte mal. Hä? Wait, what? Endlich haben wir es geschafft. Aber wir haben es ganz schön umständlich gemacht. Die Brücke ist halt eingestürzt. Was willst du machen? Tifa, warte hier. Ich gehe auch rein. Ich will es sehen. Nur autorisierte Leute dürfen rein. Hier lagern die Firmengeheimnisse von Shinra. Aber... Pass auf die Lady auf. Mann! Dann pass lieber gut auf mich auf. Das ist Genova, oder? Das Schloss geht nicht auf. Deshalb die Funktionsstörung. Dieses Teil ist kaputt. Cloud, schließ das Ventil. Warum ist es kaputt gegangen? Jetzt verstehe ich. Hoyo. Aber selbst wenn du das machst, erreichst du nie die gleiche Ebene wie Professor Gast. Das System kondensiert und gefriert die Makroenergie, wenn es funktioniert. Was wird aus der Makroenergie, wenn sie so kondensiert wird? Oh ja, sie wird zu Materia. Ja, normalerweise. Aber Hoyo hat was anderes da reingetan. Schau mal. Schau durchs Fenster. Was ist das? Soldiers werden mit Marco übergossen. Ihr seid anders, aber immer noch menschlich. Aber was sind die? Sie wurden viel mehr Marco ausgesetzt als ihr. Ist das eine Art Monster? Genau, und Hoyo von Shinra hat dieses Monster gemacht. Mutierte lebendige Organismen mit Makroenergie produziert. Das sind diese Monster wirklich. Normale Soldier? Heißt das, du bist anders? Hey, Sephiroth! Nein! Wurde ich auch so gemacht? Bin ich so wie all diese Monster? Sephiroth! Du hast doch alle gesehen! Sie waren alles Menschen! Menschen? Unmöglich! Seit ich klein war, habe ich immer gedacht, dass ich anders als die anderen bin. Irgendwie besonders. Aber nicht so. Bin ich ein Mensch? Ich habe damals nicht verstanden, was Sephiroth meinte. Ich war fassungslos, dass Shinra Ungeheuer produziert. Verdammte Shinra! Je mehr ich darüber höre, desto mehr hasse ich sie! Wer hätte gedacht, dass der Makroreaktor ein solches Geheimnis bergen würde? Das würde erklären, warum es in letzter Zeit so viele Ungeheuer gibt. Ich glaube, wir sollten Cloud genau zuhören. Findest du nicht auch, Barrett? Warum sprichst du mich an? Spiel speichern und rasten. Ja, kann sein. Wollen wir hier rasten?
Auf jeden Fall, meine Damen und Herren. Wir haben nämlich schon mächtig überzogen, wenn ihr mich fragt. So, wir speichern einfach mal hier im zweiten Slot einfach mal. Und dann würde ich sagen, meine Damen und Herren, machen wir an dieser Stelle erstmal ein kleines Boyskin. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder in aller Frische, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 7 mit mir, dem Shartox. Und beim nächsten Mal, meine lieben Freunde, da wird es auch nochmal so richtig spannend, glaub mir. Oh ja, oh ho ho. Ja, seid dabei. Ciao, ciao.